heuer ein Leitmotiv. Das Leitmotiv, das heißt Nehmen und Geben oder Geben oder Nehmen. Das ist ein bisschen ein politisches Thema. Wie wir alle wissen, reicher wird reicher und ärmer wird ärmer. Dieses Thema dient eigentlich in erster Linie als Assoziationsvorlage. Also man könnte es wörtlich nehmen, aber man kann es auch ganz frei sozusagen frei denken. Es ist trotzdem ein bestimmter Rahmen, wo sich alle sozusagen Teams, es gibt sechs Kunstgastgeber und Kunstgastgeberinnen mit sechs Künstlern und Künstlerinnen, die eben zusammenarbeiten. Dadurch entstehen sechs verschiedene Stationen oder Szenen. Szenen auch deshalb, weil gleichzeitig ein Film daraus gedreht wird und sozusagen im Nachhinein sozusagen eine eigene Filmcollage daraus gezogen wird. Zurück zu diesem Thema mit dem Nehmen und Geben, weil es immer eine gewisse zeitgenössische politische Brisanz hat. Gleichzeitig gibt es bestimmte Charaktere, die es natürlich seit die Menschheit gibt, gibt es immer wieder Leute, die etwas nehmen und geben. Das sind sowas wie zeitgenössische Robin Hoods. Das sind sozusagen illegale Umverteiler. Da gibt es in Mexiko den Chucho El Rotto, in Italien den Carmine Crocco, dann gibt es auch im 12. den Shani Breitwieser. Da hat das Werk X letztes Jahr ein Theaterstück draus gemacht. Zudem wird jetzt noch zum Grab vom Shani Breitwieser wird jetzt noch hingepilgert, um sozusagen, und der wird verehrt. Der liegt da im 12. Bezirk in Meilingen in einem Friedhof. Jedenfalls ganz frei gibt es diese Assoziationen des Geben und Nehmens, wo man sich sozusagen selbst einen Reim draus machen kann, aus diesen performativen Interventionen. Ich möchte auch ein bisschen was dazu sagen, wie das funktioniert, so als Einstimmung und als Mindset. Es ist nämlich sozusagen eine Begehung. Es ist ein bisschen wie ein Theater ohne Bühne. Es gibt wenig Erklärungen dazu, auch aus gutem Grund, weil sozusagen die Vorlage die ist, dass man im besten Fall sozusagen sich einfach selbst was dazu denkt. Ob man jetzt sich ganz was anderes dazu denkt oder irgendwas zum Thema, das ist eigentlich egal, aber es ist ganz bewusst nicht eingerahmt oder es ist auch nicht bewusst sozusagen erklärt, wer was mit wem, wie oft, wie lange gemacht hat oder dass sozusagen die Zusammenarbeit zwischen dem und dem, es steht ein bisschen auf dem Zettel, wer mit wem zusammengearbeitet hat und es gibt so eine assoziative Beschreibung des Rundgangs, aber letztendlich wird man da ziemlich allein gelassen. Ja, das ist nur wichtig, dass man im Kopf das weiß, dass man eben nicht sozusagen eine Erklärung bekommt. Ja, es ist sowas wie ins kalte Wasser hupfen oder es ist auch sowas wie durch ein Gedicht schwimmen oder es ist auch sowas wie, man ist halt sozusagen auf einmal wo drinnen und das keinen Sinn macht. Ja? Also den Sinn muss man sich selbst überlassen oder eben im besten Fall sich sozusagen ohne lang zu überlegen, sich dem hinzugeben, weil man muss berücksichtigen, dieses Ding würde es nicht geben ohne diesen Ort und ohne den Leuten, ohne ganz genau diesen Menschen, die an diesem Projekt gearbeitet haben, so lange sozusagen, dass das dann rauskommt, wie es jetzt ist. Ja? Und da gibt es eben viele Layers und einen Layer, also ein Level sozusagen, das ist halt jetzt sichtbar, das wird halt jetzt sichtbar gemacht und diesen Layer begutachten wir jetzt im besten Fall. Das Ganze ist auch mehr oder weniger im Format einer Schlange, also wir gehen da eher ziemlich kompakt so durch in einer Schlangenlinie, je nachdem. Es gibt verschiedene Settings. Eine Handlungsanweisung wird immer sein, Ruhe bitte, wir drehen und danke und andere kleine Details, aber letztendlich wird es ziemlich so durchgehen und es ist sehr selbsterklärend, was so passiert. Wir müssen etwas üben für das ganze Abend. Ja, Abend. Und das ist die Schlange. Und wir fangen an mit der Schlange. Das bedeutet, dass wir in eine Schlange, hinter mir, ich bin der Kopf von der Schlange, das ist das Erste, was wir machen. Man kann schon ein bisschen anfangen zu meditieren über die Schlange. Was bedeutet die Schlange? Was ist die Schlange für die? Für euch? Du hast ihn mit dem. Martin, war der auch? Nein, ich habe die ersten zwei Male gehauen, aber mit dem Knie habe ich Probleme, deswegen habe ich gesagt. Die andere. Die Lena, die ist heute genau. Mit da. Ja, genau, die hat immer ein bisschen. Aber ich hätte mehr zugeschlagen. Ja, also ich muss mich gut verarschen. Ist der junge Mann nicht da? Ist der noch gut?
passiert nichts. Das habe ich gestern deiner Freundin schon erklärt. Wenn du mit so einem Typen Probleme kriegst, das Gescheiteste ist immer nicht weg, sondern zu dir. So zu überzeugen und gleich so retour. Effektiver ist, ne? Dann entweder du machst es mit dem Ellbogen, da tust du dir weniger weh. Aha. So, zum Beispiel. Okay. Seht ihr das wieder? Nein, natürlich kannst du nicht auf Faust auch hinschlagen, aber das bringt meistens nichts. Da tust du eher weniger weh mit dem harten Übung, als wie mit der Faust. Da tust du meistens mehr weh. Okay. Außerdem rutscht man mit der Faust viel leichter an. Genau. Und was auch noch natürlich dazu kommt, dass der Stellenwert der Arbeit immer mehr aus der Wertigkeit verliert. Naja, vor allem ist nicht mehr genügend Arbeit für alle da. Oder? Ja, das war nie da. Also das war nie da. Nicht? Aber ich sage jetzt so, nicht, dass einfach, dass man sagt, so ungefähr, also auch wenn ich Arbeit bekommen würde, dass einige sagen, dass für dieses Geld gehe ich nicht mehr arbeiten. Milimani, kama bandari. Mani. Oh, milimani, oh, kama bandari.
Thank you.